Willkommen bei Daniel Calisthenics. Mein Name ist Achim, ich bin Calisthenics-Athlet. Mein Ziel ist es, euch besser in einem Sport zu machen oder euch dabei zu helfen, damit anzufangen. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren ersten Liegestütz hinbekommt oder was ihr tun könnt, wenn ihr vielleicht Sport oder Krafttraining betreibt, aber trotzdem keine Liegestütze schafft. Das Video ist aber genauso für dich, wenn du überhaupt keinen Sport oder Calisthenics oder Krafttraining betreibst und jetzt damit starten möchtest. Der Liegestütz ist eine grundlegende Kraftübung für die drückende Muskulatur, also vor allem für die Brust, den Trizeps und die Schulter, vor allem die vordere Schulter. Wenn ihr den Liegestütz beherrscht, dann hat das sehr viele Vorteile für euch und für euer Training, weil ihr mit ihm eure Druckmuskulatur, die eine wichtige Komponente des Körpers ist, sehr effizient und natürlich und vor allem auch ohne Equipment trainieren könnt. Es zahlt sich also wirklich aus, einen ersten und dann auch weiterführend mehrere Liegestütze zu lernen. Das kann man dann am besten dadurch, dass man einfach versucht, immer mehr zu schaffen. Wenn ihr keine Liegestütze könnt, dann müsst ihr euch, vor allem wenn ihr keinen Zugang zu anderen Möglichkeiten habt, fast immer mit Übungen zufrieden geben, die nicht so viel bringen. Außerdem kann es auch Spaß machen und motivierend sein, sich es als Ziel zu setzen, einen oder mehrere Liegestütze zu schaffen. Wir werden uns jetzt zuerst einmal anschauen, wie ein richtiger Liegestütz überhaupt ausschaut und was zu beachten ist. Und dann werden wir uns ansehen, wie man ihn lernen kann und welche Fehler, die dazu führen können, dass man ihn trotz regelmäßigen Training nicht hinbekommt, oft gemacht werden. Wenn ihr glaubt, die richtige Ausführung schon zu kennen und direkt zu dem Part im Video vorspulen wollt, in dem ich erkläre, wie man ihn lernen kann, dann könnt ihr jetzt auf die Zeit, die hier im Video eingeblendet ist, vorspulen. Falls nicht, starten wir jetzt. Wie sieht ein richtiger Liegestütz eigentlich aus? Grundsätzlich solltet ihr darauf achten, dass euer Körper unter Spannung ist. Dazu könnt ihr euch darauf konzentrieren, den Po, die Beine und den Bauch anzuspannen. Bleibt in der Hüfte stabil und sackt nicht zusammen. Genauso solltet ihr in den Schultern stabil bleiben und richtig nach oben hin rausdrücken. Der Standardgriff ist normalerweise ein wenig breiter als schulterbreit. Es gibt zwar auch andere Variationen, aber so solltet ihr am stärksten sein, deshalb würde ich euch das am Anfang auch so empfehlen. Legt eure Hände am Boden so auf, als würdet ihr jemanden wegstoßen wollen. Das ist die natürlichste Art, eine Druckbewegung nach vorne auszuführen. Dementsprechend sollten auch eure Ellbogen stabil und weder zu eng noch zu weit weg vom Körper verlaufen. Wenn ihr mit anderen Griffbreiten trainiert, ändert sich das aber. Umso enger man wird, umso eher sollten auch die Ellbogen zum Körper kommen und wenn man breiter wird, ist das Gegenteil der Fall. Eure Füße solltet ihr so platzieren, dass ihr, wenn ihr mit eurem Körper gerade bleibt, nach unten geht, mit der Brust auf Höhe der Hände seid. Ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist es zu weit nach hinten zu gehen, um es sich leichter zu machen, weil dann mehr Gewicht aus den Füßen ist. So könnt ihr aber nicht mehr effektiv eure Muskeln ansteuern und verfälscht die eigentliche Bewegung. Das solltet ihr deshalb vermeiden. Bei Liegestützen solltet ihr natürlich den vollen Bewegungsradius ausnutzen und so tief gehen, bis eure Brust den Boden berührt und oben ganz ausstrecken. Haltet den Kopf außerdem neutral. Ziel ist es nicht, mit der Nase zum Boden zu kommen, sondern mit der Brust zwischen den Händen. So, jetzt wissen wir mal, wie das Ganze aussehen sollte. Jetzt müssen wir uns aber auch noch anschauen, wie man da überhaupt hinkommt. Was wirklich wichtig ist, um einen Trainingsprozess für den Liegestütz grundlegend zu verstehen, ist es zu wissen, dass es sich bei einer Übung, die für denjenigen, der sie ausführt, sehr, sehr schwer ist, immer um eine Maximalkraftbelastung handelt. Das heißt, dass man entweder nur sehr wenige, eine oder gar keine Wiederholungen schafft und dass die Belastung dementsprechend intensiv, aber nur sehr kurz ist. Ob etwas als Maximalkraftbelastung zählt, hängt nicht davon ab, ob die Übung für viele andere vielleicht relativ schwer oder relativ leicht ist. Es hängt nur davon ab, wie schwer sie für denjenigen ist, der sie ausführen will. Um sich jetzt auf eine Maximalkraftbelastung vorzubereiten, sollte man dementsprechend eher Übungen machen, die einen sehr intensiv und dafür aber auch noch sehr kurz fordern. Außerdem ist es unglaublich wichtig, dass man die Zielbewegung beim Training möglichst realistisch nachahmt. Ihr werdet nämlich zu einem großen Teil auch dadurch stärker, dass ihr lernt, die Bewegung effizienter auszuführen und dass euer Nervensystem lernt, die Muskeln effizienter anzusteuern. Aus diesem Grund sind erleichterte Liegestütze, negative oder Holds bzw. Versuche, dann wieder nach oben zu kommen, die mit Abstand wichtigsten Übungen, wenn man einen Liegestütz lernen will. Dabei ahmt ihr die gesamte Bewegung oder Positionen der Bewegung nämlich identisch nach und außerdem habt ihr immer eine relativ kurze und dafür intensive Belastungszeit. Es sind somit also alle wichtigen Kriterien erfüllt. Schauen wir uns die dreimal genauer an. Erstens erleichterte Liegestütze. Es ist natürlich naheliegend, sich die Liegestütze erstmal zu erleichtern, wenn man keine kann. Dazu könnt ihr entweder auf die Knie gehen und dabei zur besseren Regulation auch noch zusätzlich euren Hüftwinkel verändern, um es schwerer oder noch einmal leichter zu machen. Eine andere Variante, die ich allerdings fast besser finde, ist das Liegestütz auf eine Erhöhung zu machen. Auf den Knien ist es meistens nämlich gleich einmal ein ganzes Stück leichter und viele schaffen so gleich mal sehr viele Wiederholungen, was nicht unbedingt eine Maximalkraftbelastung darstellt. Umso höher ihr bei den erhöhten Liegestützen geht, umso leichter wird es und ihr könnt so relativ fein dosieren. Theoretisch könnt ihr euch so also auch an den Liegestütz hinarbeiten, indem ihr einfach immer tiefer runtergeht. Für die Ausführung gelten bei den beiden haargenau die gleichen Punkte wie bei den normalen Liegestützen.
Diese beiden Übungen solltet ihr allerdings nur mit Vorsicht genießen. Einer der häufigsten Fehler, der gemacht wird, ist es nämlich, es sich zu sehr zu erleichtern, so dass man gleich einmal locker mehrere Wiederholungen schafft. Wie wir gerade vorher besprochen haben, wäre es aber eher wichtig, einen Maximalkraftreiz zu setzen. Deshalb solltet ihr euch die Liegestütze so wenig wie nur irgendwie möglich erleichtern und auch nur so, dass ihr nur eine oder ganz wenige Wiederholungen schafft. Ihr könnt zwar auch Sätze mit vielen Wiederholungen machen, das ist nämlich gut fürs Bewegungslernen, was euch ja auch stärker macht. Das würde ich im Training allerdings nicht an erster Stelle setzen und wenn dann nur beim Aufwärmen und da war dann nicht bis zum Versagen. Warum, werde ich später noch erklären. Eine Vorübung, die schon eher die Maximalkraftbelastung, die beim Liegestütz auf euch einwirkt, wenn ihr keinen könnt, simuliert, sind negative Wiederholungen. Dabei geht ihr in die Ausgangsposition des Liegestütz und lasst euch so langsam wie irgendwie möglich nach unten. Ihr könnt auch dann, wenn ihr unten seid und nicht mehr hochkommt, auf die Knie gehen und die positive Bewegung dann so machen, wenn ihr ein paar Wiederholungen machen wollt. Seid hier wirklich konzentriert und achtet genauso strikt auf eine saubere Ausführung. Drittens, Versuche oder Halten. Ab dem Zeitpunkt, zu dem ihr merkt, dass euch nicht mehr viel fehlt, um einen Liegestütz zu schaffen, ist das die wichtigste Vorübung. Auch wenn ihr denkt, ihr seid noch nicht stark genug dazu, solltet ihr das ab und zu probieren. Einfach zu versuchen, nach unten zu gehen und dort zu bleiben und dagegen zu drücken, ohne die Spannung zu verlieren oder abzusetzen. Oder eben, noch besser, zu versuchen, euch wieder nach oben zu drücken, wird euch sehr dabei helfen, stärker zu werden. Dabei setzt ihr nämlich den realistischsten Reiz überhaupt und euer Körper wird sich deshalb auch besser anpassen können. Seid dabei wirklich konzentriert und kämpft, um sauber bis nach oben zu kommen. Manchmal kommt man nur ganz langsam nach oben und darf aber trotzdem nicht damit aufhören, die Muskeln anzusteuern. Vor allem die Versuche und wenn ihr die noch nicht kennt, auch die anderen beiden Übungen solltet ihr so oft wie möglich machen, wenn ihr schnellstmöglich einen Liegestütz lernen wollt. So oft wie möglich heißt es, so oft wie es eure Kraft und eure Regeneration zulassen. Wenn ihr euch schlecht regeneriert oder einfach nur schwach oder schlapp fühlt, kann es natürlich auch Sinn machen, mal eine Pause zu machen. Falls das nicht der Fall ist, könnt ihr je nach euren Prioritäten und je nachdem wie viel ihr Zeit habt, vermutlich bis zu 4 bis 7 Mal die Woche für den Liegestütz trainieren. Weil ihr möglichst frische Kraft haben solltet, wenn ihr eine Maximalkraftbelastung mit möglichst hoher Qualität durchführen wollt, würde ich es euch raten, diese Übungen eher am Anfang eures Trainings nach dem Aufwärmen zu machen, weil ihr da noch frische Kraft habt. Die Übungen könnt ihr im Training dann so lange machen, bis ihr sie nicht mehr anständig oder sauber hinbekommt. Außerdem solltet ihr zwischen den einzelnen Sätzen oder Versuchen ruhig ein wenig Pause machen oder etwas anderes machen, bei dem andere Muskeln beansprucht werden. Es ist für euren Körper wirklich wichtig, möglichst qualitativ hochwertige Versuche zu machen, damit er sich richtig anpassen kann und damit die Bewegung richtig eingelernt wird. Das geht nur, wenn ihr nach den Übungen nicht nur 20 oder 30 Sekunden Pause macht und dann schon wieder gleich weitermacht, sondern dazu solltet ihr eher eine längere Pause von vielleicht 1 bis sogar 4 Minuten machen oder dazwischen eben was anderes machen, bis ihr wieder 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Wiederholungen von den vorhin erklärten Übungen macht. Ihr könnt zum Beispiel auch zu Hause oder sonst wo immer wieder zwischendurch diese Übungen machen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Es ist wie gesagt hauptsächlich wichtig, dass ihr auf eine möglichst große Gesamtanzahl kommt. Wann das ist, ist gar nicht so wichtig. Auch zahlreiche andere Übungen für die benötigte Muskulatur können zwar hilfreich sein und euch dabei helfen, euch auf einen Liegestütz vorzubereiten. Und es kann zum Beispiel auch Sinn machen, Ausdauertraining zu betreiben, wenn man zum Beispiel zu schwer ist oder zu viel Fett hat, um einen Liegestütz zu schaffen. Aber dann solltet ihr diese Übungen oder Trainingsformen eben trotzdem in der richtigen Reihenfolge in euer Training einbauen. Ein Fehler, den nämlich sehr viele machen, ist es, dass sie solche Übungen vor oder sogar anstatt den Maximalkraftbelastungen machen. So signalisieren sie dem Körper aber nicht, dass er seine Maximalkraftbelastungsfähigkeit steigern sollte, die er beim Liegestütz eigentlich braucht. Das ist in den meisten Fällen deshalb auch nicht die effizienteste Methode, um einen Liegestütz zu lernen. Natürlich kann Ausdauertraining und anderes trotzdem sehr wichtig sein. Das ist dann wiederum ein anderes Thema. Wenn ihr deshalb solche Übungen oder Trainingsmethoden anwenden wollt, ist es alles Schlechtes. Ich würde es euch aber empfehlen, das eben in der richtigen Reihenfolge zu tun. Und wenn der Liegestütz für euch Priorität hat, dann würde ich die frische Kraft auch eher in die direkten Vorübungen dafür investieren. Macht es also nicht so kompliziert, wenn es auch einfach geht. Falls ihr mir nicht glaubt, dann probiert beide Varianten einfach mal aus. Dann werdet ihr schon sehen, bei welcher ihr bessere Fortschritte macht. Es wird zu oft einfach um die Zielübung herum trainiert, anstatt dass man direkte Versuche dafür startet. Wenn ihr also einen Liegestütz lernen wollt, dann ist es an erster Stelle wichtig, vor allem Versuche, Holds, negative oder auch erleichterte Variationen zu machen, weil das einfach die realistischsten Vorübungen sind. Alles andere schadet wie gesagt auch nicht und es macht ja auch Sinn, Übungen, von denen man mehrere Wiederholungen schafft, in sein Training einzubauen. Das solltet ihr aber eben in der richtigen Reihenfolge machen, um euch die Kraft richtig einzusparen. Macht die Übungen so oft, wie es für euch möglich ist und seid geduldig und bleibt konstant am Training dran, bis ihr euer Ziel erreicht habt. Wenn ihr es einmal geschafft habt, einen Liegestütz zu machen, dann bleibt weiterhin dran und versucht euch zu steigern, indem ihr genauso wie bei den Versuchen einfach versucht, mehr und mehr Wiederholungen zu schaffen. Für alle, die es wissen wollen, wie das Training für den ersten Liegestütz konkret aussehen könnte, habe ich hier einen beispielhaften Plan zusammengestellt. Nach dem Warm-up macht ihr zuerst 8 Runden von der jeweils für euch schwierigsten möglichen Vorübung, also negative Versuche oder Holds. Ihr könnt auch zum Beispiel 4 Runden Versuche machen und wenn ihr dann nichts mehr hinbekommt, die anderen 4 Runden lang Holds machen.
Was ihr stattdessen auch machen könntet, wäre Liegestütz auf einer möglichst niedrigen Erhöhung. Zwischen diesen 8 Sätzen macht ihr jeweils 1 bis 4 Minuten Pause oder ihr macht etwas anderes für eine andere Muskelgruppe. Versucht euch immer um euer Limit herum zu bewegen und wählt keine leichteren Variationen, wenn ihr auch eine schwerere schaffen würdet. Nachdem ihr 8 oder vielleicht auch mehr oder falls es gar nicht geht, weniger Runden gemacht habt, macht ihr im Training noch jeweils 6 Mal so viele Wiederholungen von den Liegestützen auf den Knien, wie es geht. Hier macht ihr dann 1 bis 3 Minuten Pause und auch hier könnt ihr dazwischen ruhig etwas anderes machen. Dieses ganze Programm macht ihr dann 3 bis 4 Mal die Woche. Wenn ihr es nur 2 Mal macht, ist es auch nicht so schlimm, aber wenn es weniger wird, wird es wahrscheinlich kritisch, dass ihr wirklich Fortschritte zu sehen bekommt. Beachtet bitte, dass das nur ein Beispiel ist, das ihr zum Beispiel in euren jetzigen Trainingsplan integrieren könnt. Wenn ihr noch mehr schafft, dann könnt ihr natürlich auch mehr machen, aber das wäre eine Möglichkeit zu starten. Wenn ihr merkt, dass für euch etwas komplett anderes besser funktioniert, könnt ihr das natürlich auch gerne machen oder könnt auch das, was hier steht, einfach ein bisschen abwandeln. So wie es für euch passt. Wichtig ist in erster Linie, wie gesagt, nur, dass ihr in Summe möglichst viele für euch relativ schwere Übungen macht. Nur wenn man näher an sein Limit heran oder auch manchmal darüber hinauskommt, kann man sich auch steigern. Sobald ihr dann mehrere Wiederholungen schafft, könnt ihr vom Nutzen den Liegestütz mit sich bringen, profitieren und sie regelmäßig in euer Training einbauen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann könnten auch die anderen Videos auf diesem Kanal, so wie zum Beispiel das Video zum Anfang mit Calisthenics, hilfreich für euch sein. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.